Meine Frage bezieht sich auf die Position des Kanzleramtes zu den langfristigen Folgen der Digitalisierung, namentlich zwei. Einmal, inwieweit sich die sozialen Sicherungssysteme verändern bzw. neu aufgestellt werden müssen, weil die Lohnquote nachweislich sinkt, das auch weiter fortgesetzt werden wird, weil also weniger Wertschöpfung über Löhne an Menschen verteilt wird, gleichzeitig Roboter und Software ja bekanntlich keine Sozialbeiträge zahlen, Menschen aber immer noch alt und krank werden. Also wie werden langfristig soziale Sicherungssysteme abgesichert, künftig gestaltet? Und zweitens, wie geht man mit der vermutlich dramatischen Umgestaltung der Arbeitsmärkte um, dass viele Arbeitsplätze wegfallen werden, in 20 Jahren wahrscheinlich Pi mal Daumen, die 800.000 Berufskraftfahrer, die wir haben und die FahrschullehrerInnen, die das so gibt. Und ich würde gerne wissen, gibt es im Kanzleramt eine Abteilung, ein Stab, ein Team, das sich mit diesen langfristigen Folgen beschäftigt, damit wir nicht, wie nach dem ja nicht vorhersehbaren Mauerfall, wieder so einen dramatischen Zusammenbruch mit seinen langfristigen Folgen für die Menschen haben werden? Ja, Frau Kollegin, zunächst mal gibt es im Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Denkfabrik zum Arbeiten 4.0. Also alle Fragen, wie verändert sich unsere Arbeitswelt, werden da sehr, sehr intensiv aufgegriffen. Auch schon in der letzten Legislaturperiode hat ja die Bundesregierung zu dem Thema ein Weißbuch vorgelegt. Und ich glaube aber, dass die Grundthese, dass Deutschland durch Digitalisierung massiv Arbeitsplätze verliert, nicht für richtig. Und der Koalitionsvertrag der diese Koalition tragenden Parteien spricht auch eine andere Sprache. Wir wollen Digitalisierung zu einem Jobmotor machen. Und nicht nur für die, die höchst qualifiziert sind, für die auch. Aber wenn Sie zum Beispiel mal nach München gehen und sich dort angucken, die KI-Robotik-Forschung, dann sehen Sie, deren Ziel ist, dass ein Industrieroboter, wo heute ein hoch ausgebildeter Facharbeiter nach Wochen erst in der Lage ist, so eine Maschine zu programmieren, dass die eines Tages so leicht zu bedienen ist wie jedes Smartphone, was jeder Einzelne von uns hat. Also intuitive Bedienung, auch von Industriemaschinen. Und das macht sehr viel Hoffnung, dass man sagen kann, dass wir durch Digitalisierung in Deutschland nicht Arbeitsplätze verlieren, sondern in allen Segmenten auch Arbeitsplätze aufbauen. Und natürlich bleibt es die Herausforderung auch der Qualifizierung. Aber dafür sind wir mit der nationalen Weiterbildungsstrategie auf einem guten Weg. Nachfrage. Ich verstehe, dass man Probleme gerne ausblendet, wenn man nicht weiß, wie man sie lösen soll. Aber mir ist völlig unerklärlich, wie man ignorieren kann, dass in 20 Jahren 800.000 Berufskraftfahrer auf der Straße stehen werden und wie man sich nicht mit der Frage beschäftigt, was man mit denen macht. Ich kann die doch nicht zu KI-Robotik-Bedienern umschulen. Das wird vermutlich nicht klappen und das wird auch in einem sehr kurzen Zeitraum stattfinden. Und diese Frage kann man nicht verdrängen. Ich glaube auch, dass neue Jobs entstehen werden. Es werden aber qualitativ und quantitativ völlig andere sein als heute. Und wir haben ja jetzt im Osten auch wieder eine sehr geringe Arbeitslosigkeit. Wir hatten das aber 25 Jahre anders. Die Verwerfungen, die da entstehen, sind fundamental. Die sind unglaublich riesig. Und um die Verwerfungen mindestens einer Übergangsphase von 20 bis 30 Jahren geht es mir. Und die kann man nicht damit verdrängen und auch nicht mit dem Blick unter dem Argument darauf, dass wir ja jetzt zum Beispiel Fachkräftemangel haben.